Moin Leute, wie wird man PDL? Kommt drauf an. Im ambulanten und langzeitstationären Sektor gibt es da verschiedene Vorgaben, die unterscheiden sich auch von Bundesland zu Bundesland. Gehe ich nicht näher drauf ein, ist nicht meine Baustelle, habe ich auch wenig Ahnung von. Im Krankenhaus gibt es tatsächlich gar keine Vorgaben. Der Geschäftsführer eines Hauses könnte auch den Hausmeister als Pflegedienstleitung einsetzen. Er hat dann zwar später irgendwann mal ein Haftungsproblem oder sowas, aber es gibt keine gesetzliche Vorgabe, die dagegen spricht. Ansonsten sind Pflegedienstleitungen üblicherweise Pflegefachkräfte irgendwelcher Art und haben dann Weiterbildung oder Studiengänge draufgesattelt. Heutzutage macht es Sinn zu studieren. Bachelorstudiengang, vielleicht dann nochmal ein Master hinterher, von Promotion kann man auch noch sprechen. Weiterbildung gibt es in verschiedener Höhe, also klassische richtige PDL-Weiterbildung haben da auch 3000 Stunden, die sind knapp unter dem Bachelor angesiedelt, die gibt es kaum noch. In Niedersachsen werden die gar nicht mehr angeboten, anderswo in anderen Ländern schon. Ansonsten gibt es so PDL-Weiterbildung in Anführungszeichen, eben für den ambulanten Sektor, haben 720 Stunden. Für mich und für uns sind das Stationsleitungskurse, Abteilungsleitungskurse, die nutzen wir so auch. Für die PDL sollte man meiner Meinung nach studieren. Großbegleitend, Vollzeit, Fernstudiengang, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei Interesse erzähle ich dann noch mehr darüber.